Hallo, hier ist Muho aus Osaka und im heutigen Video soll es um Soto und Rinzai gehen, die beiden Schulen des japanischen Zen. Welche von beiden würde ich empfehlen? Die Antwort auf diese Frage wäre ganz einfach natürlich Soto. Es gibt eigentlich nur Soto-Zen, denn Rinzai-Zen ist kein echtes Zen. Rinzai ist für Kinder. Leider gibt es immer wieder Menschen, die aufgrund ihrer karmischen Verstrickung nicht den Zugang zu Soto finden. Und solchen Menschen kann Rinzai manchmal hilfreich sein, damit sie vielleicht im nächsten Leben, in der nächsten Wiedergeburt, einen Zugang zum Soto finden. Ne? Aber genug der Vorrede. Die heutige Frage lautet: Würdest du empfehlen, sich für entweder Soto- oder Rinzai-Praxis zu entscheiden? Oder ist das aus deiner Sicht egal? Also der Fragesteller will nicht wissen, ob ich Soto oder Rinzai empfehle, sondern er will wissen, ob ich empfehle, sich zwischen den beiden überhaupt erstmal zu entscheiden oder das eine und das andere gemeinsam zu genießen sozusagen. Manchmal habe ich Fragen, die, zumindest habe ich das Gefühl, im Soto mit einfach sitzen, loslassen, beantwortet werden, was für mich meistens sehr einleuchtend ist. Und die eher Rinzai-lastigen Beantworter viel über Hara sprechen und man diese Kraft auch bewusst nutzen kann, was für mich meistens auch einleuchtend ist. Aber ich dann manchmal nicht weiß, was denn nun? Loslassen oder ins Hara gehen? Das erinnert mich jetzt an eine Frage, die aufkam im Doksan. Also wie ihr wisst, ich habe eben ein bisschen Rinzai-Bashing gemacht. Ich mache ja jedes Jahr gemeinsam Sessions mit dem Rinzai-Meister Dirk Hünne in Halle. Anfangs hatten wir die so besprochen, geplant als Hybrid, aber im Grunde, ich mache die Sessions mit im Rinzai-Stil. Dieses Jahr hat mir sogar der Dirk noch verboten, mit der richtigen Handhaltung zu sitzen. Ne? Ich musste sogar die Hände im Rinzai-Stil halten. Ne? Aber es macht mir eigentlich nichts aus. Ne? Wie dem auch sei, ne? Im Doksan, da kam diese Frage auf. Eine Person hatte eine Operation und nach der Operation hatte diese Person das Gefühl, dass sie die Verbindung zum Hara verloren hat. Könnte das irgendwas mit der Operation zu tun haben? Und naja, Hara, ne? Da dachte ich, da hat vielleicht der Dirk was Schlaues zu sagen. Ne? Aber der Dirk sagte, wenn ich mich recht erinnere, da auch sinngemäß, ne, lass mal los von dieser Idee, ich muss da einen Zugang zu meinem Hara finden. Ein Hara ist nichts, was man da irgendwie irgendwo im Körper da verortet und dann Zugang mal findet und mal hat man keinen. Ne? Es ist mehr eine Einstellung, würde ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Dirk so gesagt hat. Was ich dann gesagt habe, ist, war ein Zitat von Kodo Sawaki: Echtes Hara ist, wenn du erkannt hast, dass Hara scheißegal ist. Scheiß auf Hara. Das ist Hara. Ne? Und da diese Sessions im Wolkentor Rinzai-Stil sind, aber ich bin da auch ein Soto-Meister, es kommen auch immer wieder Soto-Praktizierende zu den Rinzai-Sessions. Ich finde das okay. Ne? Also ich finde das okay, dass man da neugierig ist, dass man auch andere Meister besucht. Ne? Das ist kein No-Go für mich. Aber weiter erstmal mit der Frage. Also die Sotos, die sagen immer, sitz einfach, lass los, während die Rinzai-Leute sagen, geh ins Hara und spür die Kraft da. Ne? Und was auch immer. Ich muss dazu sagen, geht es jetzt weiter, dass ich bisher aus Büchern und vor allem YouTube
Anleitung zur Praxis habe. Also diese Person hat keinen Meister vermutlich, hat sich noch keiner Sangha angeschlossen. Hier vor allem dein Kanal, das ist der beste, ne, den du zu dem Thema finden kannst. Buchenberg, wo auch immer das ist, und Wolkentor, ne, gerade erwähnt. Bisher bin ich damit gut gefahren. In letzter Zeit drängt sich mir diese Frage allerdings auf, ob man sich auf Dauer für eine Richtung entscheiden sollte oder entsteht in Deutschland sowieso gerade eine eigene, angepasste Richtung, wo man nicht so klar trennt. Hoffe, die Frage ist verständlich und nicht zu lang. Grüße. Ja, danke für die Frage. Kurze Antwort. Solange du nur auf YouTube und in Büchern lernst, ne, und für dich praktizierst, brauchst du dir keine großen Sorgen zu machen, ne? Ob das jetzt Soto ist oder Rinzai, es spielt keine große Rolle. Und wie oft gesagt wird, es gibt viele Wege, die auf die Spitze desselben Berges führen. Allerdings, ne, wenn du wirklich bis auf die Bergspitze willst, dann wirst du einen Weg bis zum Ende gehen müssen. Und es wird schwierige, steile Stellen geben. Dann wird es nicht gut sein, wenn du immer, wenn du eine enge Stelle kommst, dir einen anderen Weg suchst. Und deshalb, wenn du irgendwann mal an den Punkt kommst, wo du spürst, ich brauche einen Lehrer, das ist genau der Grund, weshalb man sich für einen Lehrer entscheidet und nicht dann, immer wenn einem der Lehrer irgendwas sagt, was man nicht gerne hört, zu einem anderen Lehrer geht. Das bedeutet nicht, dass man nicht auch manchmal von anderen Lehrern was lernen kann, ne? Aber man sollte nicht zu den anderen Lehrern laufen, immer dann, wenn der eigene Lehrer mit einem streng ist. Man wird immer Lehrer finden, die einem Bonbon geben. Man wird immer auch Wege finden, die für eine Weile leichter sind. Ne? Aber irgendwann musst du einen Weg bis ans Ende gehen. Du musst einen Lehrer finden, den du vertraust. Und wenn das ein Soto-Lehrer ist, dann würde ich sagen, mach Soto. Und wenn du zwischendurch dann auch mal ein bisschen Rinzai ausprobieren willst, vielleicht auf ein Wolkentor-Session gehen willst, gerne, ne, aber mach das mehr so zum Spaß, nur um deinen Horizont zu erweitern. Oder vielleicht, um deine Praxis zu hinterfragen. Aber nicht, weil es da irgendwie lustiger ist oder einfacher als einfach nur sitzen. Einfach nur sitzen, da kriegst du ja nichts und im Wolkentor, da hast du deine Koans. Ne? Und auch umgekehrt. Ne? Dein Doksan-Meister ist plötzlich nicht mehr so großzügig mit dir, lässt dich auf dem Zahnfleisch gehen und dann gehst du irgendwo anders hin, wo du es einfacher hast. So würde ich es nicht machen. Ne? Also wenn du dich für Soto entscheidest an einem gewissen Punkt, dann würde ich bei dieser Entscheidung bleiben. Wenn du dich für Rinzai entscheidest, bleib bei der Entscheidung. Wenn du dich für eine Schulrichtung entscheidest wie Sambo Kyodan oder so, die eher Hybrid ist, das ist auch okay. Ne? Aber an dem Punkt, und an dem Punkt ist der Fragesteller, glaube ich, im Moment noch nicht angelangt, ne? Da sollte man schon eine gewisse Konsequenz dann zeigen. Konsequenz bedeutet dann aber auch nicht, dass man so starre Scheuklappen hat, ne? Und das andere dann überhaupt gar nicht mehr sehen will. Berührungsängste hat mit den anderen Lehrern und Schulrichtungen. Aber es gibt so eine gewisse eine Zeitspanne während der Praxis, wo es sich schon lohnt, auf dem Weg zu bleiben und nicht zu sehr davon abzukommen. Ne? Deshalb, es gibt viele Lehrer, die sagen, geht nicht zu viel rum. Ne? Also, wie heißt das? Hopping, Teacher Hopping oder so. Ne?
hopft nicht allzu viel rum. Am besten, man tut das erstmal am Anfang, bevor man sich entscheidet. Und dann, wenn man sozusagen schon fest auf dem Ochsen sitzt, ne, dann kann es sich schon auch nochmal lohnen zu gucken, ne, wie auf den anderen Weiden die Ochsen geweidet werden. Ne. Aber wenn man noch so in dem Prozess ist des Zähmens, ne, man hat den Ochsen bei den Hörnern geriffen oder vielleicht noch nicht mal das, ne, aber dann geht es darum, den zu zähmen, vertrau dich einem Hirten an, ne? Einem, ja, Oberhirten sozusagen, einem Hirtentrainer. Okay, danke für die Frage, danke fürs Zugucken, wir sehen uns wieder, tschüss.